Hallo und herzlich willkommen zurück zum gechilltesten Dampferkanal aller Zeiten, Freunde. Ja, heute habe ich euch endlich mal wieder eine Box mitgebracht und ich muss sagen, es scheint wie so ein Klon aus einer SX Mini und irgendwie einer Vismec 2 Drittel. Es scheint schon arg komisch. Heute geht es um die Fuchai 2 Cover, besser gesagt um die Fuchai Duo. Fuchai 2 ist in dem Falle das schöne Gerät. Da seht ihr jetzt gleich eine Detailansicht und ja, man kann sie halt umbauen. Man kennt es von der Vismec 2 Drittel. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn man sich das von vorne so ein bisschen betrachtet, es hat argen Stil nach der SX Mini. Ich meine, es ist nicht schlimm, aber es ist doch schon irgendwie gecovert. Und das Display hier vorne so, das sieht ein bisschen aus wie bei der Alien, dieses Ganze abgeschrägt. Ich habe das Gefühl, dass in der Box so ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen Ideen von anderen Boxen eingeflossen sind. Was das Ganze jetzt nicht schlimm heißen soll, ich würde sagen, wir gehen abrunden an die Detailansicht, gucken uns das ganze Ding mal im Detail an, wie das Menü so aufgebaut ist, denn wir haben hier ein Color-Display drin, das gefällt mir persönlich richtig, richtig gut, aber ihr seht es gleich in der Detailansicht. Vaping Apes Productions. So, die Fuchai Duo wird hier in so einem schönen Pappkarton geliefert, ne? Man kennt es von allem anderen. Hier ist mal wieder was Neues, hier hat man endlich mal so ein Sichtfenster, finde ich eigentlich echt cool gelöst, dann sieht man halt darauf direkt, ihr seht es auch hier, Two Cover Version, das heißt, wir haben, ich finde, das ist so die Mischung aus einer SX Mini und einer Vismec 2 Drittel irgendwie, so habe ich das Gefühl, also ihr jetzt gleich am Body erkennen, sieht stark nach einer SX Mini aus und mit dem zweiten Akkudengel stark nach einer Vismec 2 Drittel, denn wir können entweder zwei oder drei Akkus benutzen. Ne, ihr seht es auch hier auf der Rückseite, hier wird nochmal alles beschrieben, CE-Prüfzogo etc. Und man sieht es von zwei Akkus, also wenn man zwei Akkus einlegt, kann man zwischen 10 und 175 Watt wählen. Oder man macht den großen Akkudeckel drauf, sprich man kann dann drei Akkus betreiben in der Box und kann das Ganze dann von 10 bis 255 Watt betreiben, weil 255 Watt ist meiner Meinung nach schon eine massive Leistung, Freunde. So, ich würde sagen, wir gucken hier in die Verpackung rein und da strahlt uns doch direkt schon die Fuchai an mit dem zweiten Akkudeckel. Wir legen das Ganze mal kurz auf die Seite, besser gesagt die Box. In der Zeit zeige ich euch mal den großen Akkudeckel und ihr seht hier, er wird hier hinten eingelegt. Fast genauso wie bei der Vismec 2 Drittel. Man hat hier auch wieder diese komischen Kunststofffüße, obwohl ich den Teil absolut nicht wirklich vertraue. Ich kenne das noch aus Erfahrungswerte von der Vismec 2 Drittel. Die Teile lutschen relativ schnell aus. Ob es bei Fuchai genauso ist, bin ich mir echt nicht sicher. So, jetzt Enrage, gerade meine Tochter im Hintergrund irgendwo im Wohnzimmer, halb so wild. Hauptsache ihr versteht mich. So, wir gucken weiter hier. Wir nehmen den doppelten Boden einfach mal raus. Und hier haben wir das USB-Ladekabel, doppelter Boden, Bedienungsanleitung etc. Braucht man alles nicht, denn ich zeige euch das Ganze gleich alles im Detail. So, wir machen die Verpackung einfach mal auf Seite und genießen einfach erstmal kurz den Anblick von der Fuchai. Ich habe mich für die Fuchai persönlich entschieden, weil die ganze Gestik, alles ist halt einfach ultra schön. Und ihr seht es hier, man hat hier so schöne Einkerbungslöcher, es gibt keine scharfe Kanten. Nix, es ist wirklich wunderschön verarbeitet, meiner Meinung nach. Auch das Display ist hier so schön eingelassen. Es erinnert auch schon wieder so ein bisschen an das Alien-Display. So diese ganzen Abschrägungen, alles hat das Alien-Display auch. Aber gut, man kennt es aus der Autoindustrie. Der eine klaut dem anderen irgendwie immer die Ideen. Was hier wirklich massiv geil ist, ihr habt das Teil so in der Hand und könnt wirklich wie bei der RSX Mini den Feuertaster in der Mitte drücken. Ich find's abgrundtief geil, deswegen ich musste die Box einfach haben. Hier vorne USB-Ladeschnittstelle plus minus, die Tasten sind natürlich auch wieder relativ laut hier. Es ist ein bisschen störend, aber nicht so schlimm. So, hier unten natürlich Entgasungslöcher und der Knopf, wo den Akkufachdeckel hält. Der ist wirklich geil gemacht, aber ich zeige euch erstmal noch kurz oben den 510er, selbstverständlich gefedert etc. Schraubgewinde, 510er und hier oben haben wir auch nochmal Entgasungslöcher oder sind einfach nur Stylöcher, ich bin mir nicht sicher. Es wäre relativ sinnfrei, oben Entgasungslöcher hinzumachen. Ne, es sind keine, es ist einfach nur für den Style. Handy Enrage, oh, die ganze Zeit schon, es ist einfach nur nervig, Freunde, sorry. So, ich würde sagen, einfach draufdrücken und dann ploppt er schon auf und ihr könnt den wunderbar easy abnehmen. So, das ist der Deckel. Ihr habt dann nochmal so einen Warnungaufkleber. Die Magnete, die hier noch inklusive verbaut sind, sind echt gut, aber ihr habt ja eh so eine Einrastfunktion, deswegen. So,
Ich will das ganze Review gleich eigentlich nur mit zwei Akkus vorführen, deswegen machen wir jetzt einfach mal den Dreifach-Akkudeckel drauf, um einfach nur mal kurz zu gucken, wie die Box dann so wirkt. So, einmal, zweimal. So, dadurch wirkt sie doch schon etwas klobig, aber gleichzeitig noch stylisch und sie liegt noch gut in der Hand. Aber ich bin da kein Freund von irgendwie von diesen Boxen mehr. Es gefällt mir einfach nicht. Also ich bin echt wirklich ein Freund von diesem Zweierdeckel. Der gefällt mir gut, der macht die Box einfach schlank. Man kann sie gut in der Hand haben. Er hätte doch können jetzt einfach mal die Akkus einlegen. Oh, ich bin schon wieder so neben der Spur. So, einmal Plus. Einmal Minus. Ah, zack. Deckel drauf. Oh. Und dann war's das. So, dann fährt die Box auch schon hoch. Ihr könnt das hier sehen. Ich hoffe, man kann das Display in der Kamera jetzt vernünftig erkennen. Ihr habt hier oben in der Ecke den Ohmwiderstand stehen. Unten drunter habt ihr die Voltangabe stehen. Dann riesengroß steht hier Watt selbstverständlich. Dann haben wir unten nochmal Ampere, Volt, nochmal Volt, 100% Akkuanzeige. Der Balken da unten drunter, der ist auch für den Akku. Jetzt steht natürlich Check Atomizer da. Und ein Zugzähler. Sobald ihr natürlich einen Verdampfer draufstehen habt und dran zieht, ich zeig's euch einfach. Warum sollen wir immer um den heißen Brei rumreden, wenn wir nicht einfach mal hier einen schönen Sherman draufschrauben können? So, jetzt zeige ich euch das, was ich meine. Wenn ihr feuert, geht der Akkuladestand auch runter, selbstverständlich. Ist ja ganz normal, ne? Die Volt droppt hoch, etc. Alles so, wie es sein soll. So, was kann man machen? Feuertaster und gleichzeitig Minus. Dann sind die Knöpfe gelockt. Das heißt, ihr könnt nichts an der Watt einstellen, aber dafür feuern. So soll es sein. So, Feuertaster und Minus. Unlocked. Dann könnt ihr Feuertaster und Plus drücken. Mein Gott. So, Preheat Adjust. So, da könnt ihr euch hier so eine Preheat-Funktion einstellen. 100 Watt für die ersten 10 Sekunden. Ist schon ziemlich stramm, meiner Meinung nach. Wir gehen mal so ein bisschen runter. Wir gehen einfach mal so auf 96. Und da kann man noch die Sekunden einstellen. Ach, 0,10 ist für die erste Sekunde. Entschuldigung, das habe ich mich eben selber versprochen. Das Ganze bestätigt man dann mit dem Feuertaster. So, was gibt es denn noch Schönes? 1, 2, 3. Und dann springen wir direkt ins Menü. So, dann haben wir hier einmal Power, ist selbstverständlich der ganz normale Watt-Modus. Dann haben wir den Temperaturmodus Stainless Steel 316, Stainless Steel 317, Nickel-Chrom-Draht 200, der TCR-Modus. Und der Till, da kann man halt sehr viele Sachen noch einstellen. Das hat alles was mit Temperaturmodus zu tun. Aber ihr kennt das von mir. Ich betreibe keinen Temperaturmodus. Ich befasse mich nicht mit dem Temperaturmodus. Das muss der ein oder andere halt einfach verstehen. Das hat auch nichts damit zu tun, hey, du bist Reviewer, du musst das benutzen. Nein, muss ich nicht. Denn ich benutze am liebsten einfach den Power-Modus. Damit läuft alles. Und damit komme ich am besten hin. So. Jetzt will ich euch einfach mal zeigen, wie lange das dauert. Das ist doch schon echt arg zäh. Und ihr seht das. Ne, jetzt kommen wir in den grünen Bereich. Da ist die Box sehr, sehr zufrieden mit den Einstellungen halt. Sobald man dann so über die 80, 90 wird es dann leicht orange. Und so höher man kommt und dann wird es irgendwann rot. Ich schätze mal, das ist wie so eine kleine Vorsichtsmaßnahme, dass man die Farbe dann erkennt oder die Farbe dann sieht und dann vom Kopf her direkt schon denkt so, oh, jetzt sind die Zahlen rot. Muss ich wirklich mich in dem Bereich auffassen? Ihr seht das jetzt gleich. Dann droppt das nämlich hier ins Orangene. Dann ist es noch alles so halbwegs okay. Das findet die Box dann nur noch ganz gut. Und seht ihr jetzt, kommen wir so in den roten Bereich. Da wäre die Wattzahl eigentlich schon fast definitiv zu hoch für den Ohmwiderstand. Und jetzt kommt es auch nur bis maximal 175, wie eben schon beschrieben. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Ich meine, letztendlich muss jeder selber wissen, mit was er feuert, aber das hat was mit Psychologie und Kopfsache zu tun. Ne? Sobald ein Mensch dann sieht, so, oh, die Zahl wird rot, das ist irgendwie nicht richtig. Ne? Deswegen ist das gemacht. Jetzt seht ihr das Ganze mal in Verbindung mit dem Sherman. Also Sherman ist echt geil. Ich liebe den Sherman. Das ist ein so gottverdammt geiler Tank. Ja, das war's schon mit der Fuchai
Two-Cover-Version. Sie ist echt super einfach zu bedienen, macht super, super viel Spaß und ich finde es einfach von der ganzen Gestik, Haptik etc. alles, was man so für coole Fachwörter um sich schmeißen kann, echt gut. Ich würde sagen, ab raus ins Fazit, Freunde. Wir gucken uns das Teil noch ein bisschen an, labern noch mal kurz drüber und bis gleich. Kommen wir mal zum abschließenden Fazit von der Fuchai Duo. Ja, ihr habt es jetzt gerade eben natürlich in der Detailansicht gesehen. Und jetzt wisst ihr auch, was ich meine mit diesem Wismac 2/3-Klon oder halt mit der SX Mini. Klar, SX Mini hat hinten Belichtung etc. alles, aber nur so von der Grundsilhouette her irgendwie geht es doch stark in die Richtung. Und dann noch mit dem anderen Deckel hinten drauf drängt das schon irgendwo in die Richtung. Was das Ganze nicht schlimm machen soll, ich finde, Fuchai ist sowieso eigentlich kein schlechter Hersteller. Ich mag die Boxen eigentlich, gerade bei der Fuchai Duo hier jetzt zum Beispiel, dass man halt einfach nur die Möglichkeit hat, irgendwie 2 Akkus oder 3 Akkus. Hat man irgendwie einen längeren Tag vor sich, wo man gar keine Möglichkeit hat, irgendwie Akkus zu laden oder sonst irgendwas. Finde ich es eigentlich cool, das Feature zu besitzen, den Akkudeckel einfach abzumachen, großen Akkudeckel drauf, nochmal ein 18650er dabei. Easy, easy, Freunde. Das ist schon mal cool. Einfach nur dieses nice to have. Einfach nur zu wissen, ich hab's und kann's machen, macht das Ganze schon relativ interessant. Wie gesagt, Farbdisplay, ziemlich, ziemlich geil. Ich habe die Box jetzt schon einige Tage in Betrieb und sie läuft definitiv sanft. Ne? Sie läuft vernünftig. Ich hatte bis jetzt noch keine Display-Spacker gehabt oder Hänger oder sonst irgendwas. Und finde ich echt top. Die ganze Verarbeitung von der Box gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Auch die Entgasungslöcher unten. Es ist alles in dem ganzen Stil gehalten und die Box läuft einfach richtig, richtig nice, Freunde. So, ich habe jetzt im Moment den Sherman RDA drauf. Den Tank besser gesagt. Ne? Und der ist, den werde ich wahrscheinlich die Tage auch noch vorstellen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe noch erst noch an ein paar andere Sachen geplant. Sherman wird definitiv auch noch kommen. Oder wenn ihr halt sehr, sehr interessiert seid an dem Sherman, dann schreibt es mir in die Kommis, dann ziehe ich das Video irgendwie vielleicht vor oder so. Gucken wir uns einfach mal an. So, wir haben jetzt hier einen Widerstand von 0,35 Ohm. Das Ganze machen wir jetzt mal auf 110 Watt. Läuft schön satt durch, ne? Man drückt den Knopf und pam, es ist direkt da. Das ist direkt präsent und das finde ich gut, ne? Vor allem bei der Box in dem Preissegment. Also man kann sich echt für den Preis auch nicht beschweren. Checkt einfach die Links aus, guckt selber, was die Box kostet. Ihr habt wahrscheinlich schon meine ganzen Videos gemerkt. Ich erwähne gar keine Preise mehr oder sonst irgendwo, wo ich das alles gekauft habe. Ich habe einfach ein paar Links unter dem Video. Das reicht für mich persönlich vollkommen, weil ihr wollt euch hier eigentlich nur über die Box informieren. Wie gesagt, Strom ist direkt präsent. Ich finde es halt immer so witzig. Deswegen habe ich ja schon öfters mal drüber lustig gemacht, in so einem Akkuträger-Review dann noch zu dampfen, weil es schmeckt nicht anders da. Man merkt halt nur bei manchen Boxen so, da ist es schnell oder da sind die 62 Watt real und da sind die 62 Watt nicht real. Dann kommen vielleicht eher nur 55 spürbare Watt irgendwie rum. Ne? Aber das mal dahingestellt. Ladeport vorne, bin ich ehrlich, habe ich mich nicht wirklich drüber informiert, ob sie pass-through-fähig ist. Aber ich bin da eh kein Fan von, wenn man gerade leere Akkus hat und man kann sie nicht benutzen, dann ist das halt so Pech gehabt. Dann müsst ihr halt einfach mal eine halbe Stunde warten oder eine Stunde, zwei, drei. Je nachdem, wie leer und wie lange die Akkus brauchen zum Laden. So sehe ich das. Akkus lade ich persönlich immer nur in einem externen Ladegerät. Ich benutze zum Beispiel das Nightcore, keine Ahnung, schlag mich tot, Digicharger irgendwie. Fahre ich sehr gut mit. Selbst ich habe im Moment nur, ach Quatsch, ich habe Quatsch erzählt. Ich habe mittlerweile zwei, ein Nightcore und noch das von Coilmaster. Von Coilmaster das Ladegerät. Werde ich euch wahrscheinlich auch noch die Tage vorstellen. Alles bei seiner Zeit. Aber wie gesagt, nochmal ganz kurz zurückzukommen zu der Box Fuchai Duo. Meiner Meinung nach dicken Daumen hoch. Sehr, sehr zu empfehlen, was das Ausprobieren geht. Ne? Oder das, der HWV oder wie auch immer man das nennen will. Also ich persönlich bereue den Kauf definitiv nicht. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, Kevin, würdest du die Box wieder kaufen? Ja, definitiv. Deswegen, ich bin mehr wie zufrieden damit. Ihr habt es auch im Menü gesehen, die Menüführung echt super, super simpel. Und was will man mehr? Vor allem finde ich das hier recht geil, dass endlich mal der Verdampfer in der Mitte sitzt. Man hat wirklich so viel Platz oben auf der Box drauf, obwohl die so klein ist erstmal, ne? Mit den normalen Akkudeckeln, mit 2 Akkus. Mit 3 Akkudeckels wird sie doch schon sehr wuchtig. Trotzdem meiner Meinung nach noch angenehmer in der Hand wie eine 2/3 oder sonst irgendwas. Ich will diese 2/3 jetzt nicht schlecht machen, keine Frage. Nur bei der 2/3 war meiner Meinung nach die
der größere Deckel irgendwie kacke und der kleinere auch, weil irgendwie waren die so schnell ausgelutscht und egal. So, Freunde, in dem Sinne würde ich sagen, wir sind am Ende mit der Fuche. Ihr habt es gesehen, easy Menüführung, super, super tolle Verarbeitung. Die ganze Box, die Haptik, alles, sie liegt auch prima in der Hand, obwohl der Akkudeckel hier flach ist. Ich würde sagen, überzeugt euch selber, guckt euch vielleicht noch mal ein paar Bilder an oder wie auch immer. In dem Sinne, Freunde, stay true, join the website of life und ja, wie immer, wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Ihr kennt das. Ich würde sagen, ich bin raus und tschüss.